Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Edles Vibe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Und zwar geht es weiter mit dem Excel und der Busch. Ein John Deere und ein Fendt und Düngestreuen mit Fertilizer 2021 von dem lieben Landtechnik MV. Da waren wir noch gar nicht gewesen. Wir wollten letztens mal reinschauen. Ich weiß nicht warum. Wir haben ein Video, das kam uns super bekannt vor. Wir wollten das, glaube ich, anschauen, aber haben es nicht gemacht. Und ich weiß noch nicht so richtig warum. Egal, ihr findet den Kanal auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Tut gerne einschalten. Dort lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Däumchen da, lasst gerne hier bei Edles Vibe ein Abo, ihr kennt das ja. Und Montag 20 Uhr sind wir mal live auf Twitch und jetzt geht's rein. So, auf geht's. Ja. Bin gespannt. Der macht sehr coole Videos, muss man dazu sagen. Oh ja. Oh, da ist doch schon unser... Oh ja. Lol. Arbeiten am Limit, Junge. Kurz mal einen weggedriftet. Oh, hier, geil. Das ist ja der absolute Shit. Das würde ich Hammer. Ja fahren, ne? Das würde ich fahren. Und das würde auch zu dir passen. In Agro-Truck, Alter. So einen haben wir am Landhandel. Ja, hier siehst du mal in live und in Farbe. Geil. Ja, und hier ist der Johnny. So, schöner Habe-Überladewagen. Da wird jetzt erstmal, denke ich, der Fertilizer, also der Dünger, übergeladen. Und dann wird hier wieder schon die Raupe gedüngt. Aber ungewöhnlich, oder? Sehe ich das jetzt? Obwohl, die hat auch eine Pflegebereifung drauf, wie es aussieht. Naja, ich sage eher mal, guck dir mal auch mal die Beschaffenheit an. Es scheint nicht unbedingt trocken zu sein. Ja. Da macht sich das schon. Ja, gut, ja. Die gibt halt auch beim Drehen, bringt die auch ordentlich. Aber an sich keine schlechte Variante, wie ich finde. So, jetzt wird oben zugemacht, genau. Ja. Sehr gut. Siehst du auch schön, wie die Streuteller das breit machen. Ist schön gut anzusehen. Würde die Arbeitsbreite mal interessieren. Aber es könnten schon so auf die 30 Meter zugehen. Oder? Ja, ich denke doch. 24, ja. 36, irgend sowas? Naja, 36 eher weniger, würde ich jetzt sagen. Du kannst halt, das ist halt so, du kannst halt du kannst halt wirklich hoch einstellen, immer wieder. Ja, also klar, wie schnell sich die Streuteller drehen. Die Streuteller passen sich aber, glaube ich, sowieso der Geschwindigkeit des Traktors an, ne? Ja, klar, du kannst es ja variieren mit der Ausbringmenge. Das ist ja auch, wenn die Straßen salzen, ist das ja auch so. So langsamer der fährt, umso langsamer drehen die Teller. Ja. Aber es ist ja trotzdem. Halt, mit jetzt hat er halt zugemacht hier, weißt du, und jetzt, ja. Wo die zwei kleinen Hydraulikstümpfe sind. Ja. Da schiebt es ja dann wieder auf. Und jetzt kommt es wieder raus, ja. Krass, oder? Und du siehst halt auch, auf deinem Display sieht er halt auch, wie, was, wo, ne, die ganze Route. Ist ja auch alles GPS-mäßig mit. Und das ist schon. Das könnte schon 24 cool, Meter sein, vermute ich fast. Du musst halt auch sehen, dass du nicht unbedingt so viel Überbau hast, weißt du. Ja gut, er hat ja hier seine Fahrspuren. Aber es ist trotzdem ungewöhnlich, dass er da mit so einer Raupe, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, Leute, auch, warum mit so einer Raupe, weil, ich meine, gut, die haben Fahrgassen. Da geht er jetzt auch nicht groß drüber. Bodenverdichtung, ja. Natürlich eine große Auflagefläche, das heißt wenig Boden. Hier sieht man auch schön GPS-Steuerung. Mhm. Ja. Kann ich mal schön geschmeidig durch die Haare gleiten. Ja. Das ist natürlich geil, ne? Brauchst gar nichts machen. Ah, im Vergleich zu früher überhaupt kein Vergleich. Ah, muss man ganz ehrlich sagen. Vorne auch die Aufsteckgewichte, die Variable. Naja, es scheint, also Schlamm scheint schon extrem zu sein. Es kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt noch ein paar gescheite Steigungen und Gefälle hast, dann macht natürlich die Raupe absolut Sinn. Ja, definitiv. Ja. Also ich denke mal, die sind halt da auch so schon gut mit dran aufgestellt. Ich meine, Vorgassen hast du sowieso immer, ja, ist ganz klar. Dann ja auch mit angelegt bei der Aussaat. Ja. Ah, ich finde. Tolles Gerät. Ist auf jeden Fall auch für mich ungewöhnlich, das mit Raupe mal zu sehen. Deswegen, gell? Deswegen haben wir auch gesagt, wir schauen da mal rein, weil Raupe und Dünger streuen, okay. Jetzt bin ich aber gespannt, vom Überladen her. Jetzt lass da ab, genau. Ah ja, da kommt's. Schnecke läuft. Da kommt das weiße Zeich. Oh, jetzt geht's richtig los hier. Ah. Krass.
Aber es ist natürlich eine schöne Sache, ne? Bist ja auch schnell. Muss man ganz ehrlich sagen, wie schnell hast du da die Hektar runtergerissen? Ne? Ja, ja. Warte mal, ja, ZATS 4200, google mal. Würde mich mal interessieren, die Breite. Was lachen, ich bin schon dabei. Nicht, dass das sogar ein 40 Meter ist. Da geht auf jeden Fall gut was rein da hinten, denke ich. 36 Meter. 36 Meter? Was hab ich gesagt? Junge! Ja, was hab ich gesagt? 36 Meter? Unglaublich. Kapazität 4200 Liter. Ah, 4200 Liter. Krass, 4200 Liter? Das hätte ich nicht gedacht. Und ist gebraucht auch relativ ein gutes Schnäppchen. Was kostet der? 22,5. Na, auf jeden Fall Schnäppchen, ja. Ja, geht natürlich auch günstiger. Hast natürlich auch ab 17, 16, so die. Ja. Schön. Hm? Aber ein schönes Gerät auf jeden Fall. Auf jeden. Also, es ist. Die Raube, eine 8RT, Alter. Das ist ja auch eine Hausnummer. Das ist natürlich auch kein kleines Ding, ne? Nee, gar nicht. Ich würde jetzt halt gern, also mich interessiert dann jetzt schon wieder, du siehst ja jetzt hinten die Teller, die Steuer, wie die Einstellung, ne? Da bin ich ja, habe ich ja immer so ein Faible dafür, für solche kleinen Feinheiten. Wie, was, wo und, das wäre schon schön, wenn da mal gezeigt wird. Ja, ich glaube, hier ist ein reines, ich glaube tatsächlich, dass das ein reines Fahrberichtsvideo ist. Ist aber auch nicht verkehrt, ne? Man sieht ja auch mal. Wie, was, wo. Gerade auch mit Raube, wie wir es schon erwähnt haben, ist ja nun nicht all die Tage. Aber irgendwie sieht es aus, als ob der schief hängt, oder? Ja, rutscht ein bisschen vor. Jetzt weißt du auch, da hinten siehst du auch, wie es hochgeht. Jetzt weißt du auch, warum die mit der Raube fahren. Das macht keinen Sinn. Also das macht bei dem Boden keinen Sinn, glaube ich. Ja, du musst halt sehen, wie gesagt, ist halt nass wie Sau, siehst du an der Raube schon. Ja, und schlammig. Deswegen, da bringt es nicht, wenn du da rumrutschst oder die Vorgasen noch tiefer machst. Weil wenn du die Vorgasen tief wie Sau machst, wenn es nass ist, dann wenn später irgendwann mal wird das Feld abgeerntet, die Fahrer, die bedanken sich dann ganz nett bei dir. Ja, ja. Wenn sie da durchhulbern. Aber was haben sie denn angesehen überhaupt? Ich weiß jetzt nicht, was es sein könnte. Wesentlich, ich muss die Pflanze sehen, könnte. Boah, der ackert aber auch das Feld um, wenn der da einmal dreht, Alter. Oh, wollte ich gerade sagen, fliegt doch bitte um. Das tut einem ja in der Seele leid, ey. Ja, gut, Kollateralschaden. Sieht aber auch. Fährt er zur nächsten Fahrgasse? In der Raps, oder? Nee. Ist ja irgendwas, was richtig blättrig ist. Ja, Raps hat anfangs auch richtig Blätter. Echt? Ja, natürlich. Der Raps wird ja erst zum Erntestadium trocken und da hast du ja dann auch deine Hülsen, ist ja Hülsenfrucht. Ja. So, und da siehst du ja dann erst die Schoten quasi, will ich mal ganz vereinfacht nennen. Ja. Wo das dann drin ist. Nee, ist nicht richtig. Nee, die Pflanzen sind nicht richtig, ich könnte Raps sein. Da können die Zuschauer natürlich auch gerne mal in die Kommentare reinballern. Was ihr denkt, was das hier ist. Ich sehe es leider nicht so gut. Ja, das schreibt mal bitte in die Kommentare, was es sein könnte. Aber es ist schon krass, also wie das hinten rausgehauen wird. Also ich denke, da wirst du da wirst du nicht lange brauchen. Das geht logischerweise am schnellsten, weil du auch noch mit natürlich mit einer gewissen Geschwindigkeit fahren kannst, ne? Ja gut, was hast du für eine Geschwindigkeit? Sag mal so 15 bis 20? 14, 18 km/h. Ja, du musst ja dann nur sehen, Witterung, ne? Wie, was, wo. Ja, ja. Und, aber du kommst schon gut voran. Du musst ja auch eine gewisse Flächenleistung und Schlagleistung auch haben, um da Leistung zu zeigen. Wird wieder betankt jetzt, ja? Aber hier siehst du auch beim Fahren, ne? Dreht sich bitte. Ja, komm mal ran, halb elf. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war früher, anfangs habe ich natürlich auch das, was der im Schandier macht, gemacht. Allerdings bin ich dann umgeswitcht auf die Arbeit, die der in dem Fendt macht, weil, gebe ich ganz offen zu, es war immer gut mit Schlaf verbunden. Ah ja, da konntest du mal schön einschnorcheln, ne, wenn du da
einfach nur am Straßenrand stehst und wartest, bis der wieder bekannt werden will. Ja, das war schon nicht verkehrt. Also wenn man dann gerade so Richtung Wochenende, wenn der Freitag doch etwas länger ging, man musste samstags wieder ran, hat man sich freiwillig auf den Fendt gesetzt. Das ist schon krass, oder? Definitiv. Ist halt schon. Hier. Ja. Ah, guckst ja. Sieht aber auch aus. Ja, es ist normal. Ja. Rene machen das dann auch sondersgleichen. Speck kennt dreckig. So, hier aber wieder vollgetankt, geht's weiter. Wenn der Dünger nass wird, das ist eine Schweinerei. Ich würde gerade sagen, ja, wenn der Dünger dann nass wird, ist vorbei. Ich glaube, verklebt. Oh, schiebt doch schön rückwärts. Haben sie aber auch, aber wenn du überlegst, also das Ding war ja nicht voll mit Dünger, das ist ja Wahnsinn. Ja, doch, ich denke schon, weil gut, wisst jetzt nicht, wann sie oder wie viel sie schon bis jetzt gemacht haben. So, ne? Wie krass das sind, wie nah das auch am Hinterreifen ist, die Deichsel. Ja. Wahnsinn. Vor allen Dingen, was ist das? 936? 39? Denke doch. Alter Schwede, ey. Ein paar Walzen, ich finde das auch immer, ich finde diese Anhänger immer so brutal. Diese Anhänger sind so brutal, dieser Dreiachser hier, das sind ein paar Walzen drauf, Alter, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, es ist halt auch absolut kein Vergleich mehr, wie du schon sagst, Walzen. Ja. Mehr kannst du dazu nicht mehr sagen. Also im Fuß möchtest du dann nicht freiwillig drunter haben. Na wohl, das wirst du wahrscheinlich gar nicht groß merken. Weil der so wie mit dem Luftdruck und alles und... Glückmann, das ja, ja, merkst du es freilich, aber ein Daumen hoch und das Teilen des Videos würde mich freuen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Jo. Ja, gerne. Gerne. Hab ich, finde ich aber nicht. Das hat so eine persönliche Nachricht hinterlässt, finde ich aber nicht. Ja. Das Schöne ist, der Kollege hier, der hat wirklich noch ganz viele andere schöne landwirtschaftliche Videos, auch mit tollen Maschinen, wo es sich immer mal wieder lohnt, reinzuschauen. Deswegen schaut gerne bei ihm vorbei. Wir werden uns, wenn er nichts dagegen hat, auch immer mal ein Video anschauen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sind erstmal raus. Lasst gerne das Däumchen da. Und ja, euch einen schönen Tag noch. Tschüss. Ciao.